Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Resident Evil Village. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Wie immer starte ich das Video erst einmal mit einem Blick auf unser Tagebuch. Da haben wir nämlich wieder neue Einträge. Einmal neu, 9. Februar, Mittag, Turm der Andacht. Die Dimitrescu hat sich in ein Monster verwandelt. Hab sie erledigt. Auf dem Weg raus aus dem Schloss habe ich irgendeine Art Glasbehältnis gefunden. Du siehst deine Rose nie wieder, hat sie als letztes zu mir gesagt. Warum will mir das nicht aus dem Kopf? 9. Februar, Mittag, Altar. Rose Kopf ist in diesem Flakon. Wie krank muss man sein? Bei all dem Scheiß, der hier abgeht, komme ich überhaupt nicht mehr mit. Der Duke sagt, es gäbe einen Weg, sie zu retten. So richtig glauben kann ich es nicht, aber mir bleibt wohl nichts übrig, als diesen Mann zu besuchen, der in dem Haus mit dem roten Schornstein wohnen soll. Ja, das ist jetzt unsere Aufgabe und auch hier, die Tagebucheinträge sind so gut wie die Sätze, die Ethan von sich gibt. Ist leider so. So, wir haben auf jeden Fall einige Schlüssel. Und diese Schlüssel, die bringen uns nun auch hier im Dorf ordentlich weiter. Viele verschlossene Türen haben wir ja schon gesehen. Oh, dann sind wir hier wieder bei der Walkürenstatue. Was war das gerade? Ja, die ist von der anderen Seite verschlossen. Ich glaube, ich muss mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Ja, ich glaube, wir haben auch noch einen Dietrich über, sodass wir hier jetzt mal reinschauen können. Das mache ich doch direkt mal. Direkt das Haus hier rechts. Da können wir uns noch was holen. Die Notiz haben wir schon gelesen, genau. Hier. Genau, einen Dietrich haben wir noch. Was ist denn das? Ach, der Fisch. Der Fisch wird hier gesammelt. Da bin ich mal gespannt, wofür der Fisch gut ist. Den wir im letzten Video gefangen haben. Und wir finden nochmal Schrotflintenmunition. Und hier findet sich noch mehr im Haus. Ah, Geld unterm Bett. Gut. Das haben wir schon mal leergeräumt. So, hier geht's nicht weiter. Das Tor ist, glaube ich, komplett zu. So, hier kamen wir gerade her vom Zeremonienplatz. Hier geht's zu Schloss Dimitrescu. Das haben wir jetzt auch hinter uns. Hör doch schon wieder ein paar Raben hier. Festung und Sägewerk. Hier müssten wir doch jetzt auch weiterkommen, oder nicht? Mit dem geflügelten Schlüssel. Passt nicht. Die Tür ist mit einem was? 6 geflügelten Wesen dekoriert. Ach, jetzt spielen auch noch die Anzahl der Flügel eine Rolle.
So, ich glaube, hier hatten wir auch irgendwo noch mal eine Tür. Leute, das ist neu. Das ist neu. Ja, das werde ich mir jetzt mal anschauen, was wir hier jetzt haben. Datum 9. Februar 2021, protokolliert von NH. 11:35 Ankunft. Keine Anzeichen von EWRW. East Winters, Rose Winters. 12:10 Dorf infiltriert. Begegnung mit mehreren Biowaffen. Hinweis auf EW gefunden. Aufenthalt von RW unbekannt. 13:10 Basis in Kirche eingerichtet. Weiteres Vorgehen: LBTDK9, Durchsuchung des Labors, NHUE, Analyse der Pilzproben, Alpha, Infiltration der Fabrik. Okay. So, ich meine, hier hätten wir, genau, hier oben. Hatten wir dieses Schloss, den Schlüssel haben wir ja mittlerweile. Hey. Geflügel. Fisch und Geflügel. Hey. Willst du uns verarschen? Ich will keine Munition verschwenden für Geflügel, wofür wir noch gar nicht wissen, wofür wir es brauchen. Scharfschützenmunition, sehr schön. So, wir haben hier einen kleinen Friedhof. Von der anderen Seite verschlossen. Ja, müssen uns mal lebendig begraben lassen, ne? Wie bei Monkey Island. Hallo! Eine weitere Wächterziege, auch die muss ich mal kurz notieren. Stopp, falsch. So. Ah, das Kraut. Hallo? Ja. Aber wie wir da reinkommen, ist mir gerade ein Rätsel. Ja, vielleicht unterirdisch von irgendwo. Okay, und bis auf eine Wächterziege und Kräuter und Munition war jetzt hier nichts. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Habe ich gedacht, dass wir da mit dem Schlüssel mehr erreichen würden. So, ich werfe noch mal einen Blick auf die Karte. Geflügel? Wieso kriegen wir Geflügel angezeigt? Hier in dem Haus waren wir noch nicht. Quasi, wenn wir rausgehen und dann rechts rum. Oh, Leute. Das sind die Fliegenden, die wir. Ach, du Heiliger. Warum treiben die sich denn jetzt hier rum? Eigentlich müssen wir hier auch gar nicht lang. Ich gehe mal wieder. Wir müssen ja zum Haus mit dem roten Schornstein im Westteil, hieß es doch, sei das. Also eigentlich. Hier ist nochmal Geflügel.
Da muss ich wohl doch dahin. Leute, ich weiß da nicht, wofür das Geflügel gut ist, aber wenn es angezeigt wird, brauchen wir es wohl. Hey, ich will Raben im Flug erledigen. Ich glaube, die brachten auch nicht mal so wenig ein, ne? Uah. Oh, schaut mal da oben. Ah, wir sind am Geflügel vorbeigerannt. Hallo? Auch noch ein Schwein. Gibt's zum Geflügel auch noch Schweinefleisch? Was machen wir hier, einen Eintopf? Ah, ich höre es doch schon. Das Geflügel. Soll ich auch dieses Schwein erlegen? Machen wir einfach mal, wenn wir schon mal hier sind. Was die Gereste? Ich dachte, ich hätte ja noch mehr Geflügel gehört. Aber wir kriegen es ja angezeigt. Gut. Da liegt noch was. Ach so. Eines der Flugviecher, das wir erledigt haben. Ja, hier ist ja alles abgefackelt. Oh. Oh. Was haben wir denn hier jetzt liegen? Pistolenmunition? Explosivgeschosse für einen Granatwerfer. Was haben wir hier drin? Luisas Halskette. Das wird uns auch angezeigt. Magnum-Munition. Leute, was ist denn hier gerade los? Wieso finden wir hier... gerade so viel... Wie kommen wir denn... Ach so, ja, von dem Haus daneben. Wieso finden wir hier so viel Munition für Waffen, die wir noch gar nicht haben? Ja. Hey! Vielleicht sollten wir das Vieh erlegen bei Schuss. Das wehrt sich ja. Und wir finden erlesenes Wild. Leute! Ah, Moment mal. Ach, du Heiliger. Ja, ist vielleicht gar nicht so gut, sich hier alles einzusammeln. Wir haben jetzt die ganze Munition für Waffen, die wir noch nicht haben. Wir haben jetzt hier einiges am Fleisch im Inventar.
Keine Ahnung. Keine Ahnung, wofür das jetzt alles gut sein soll. Oh Mann, wenn wir jetzt wieder durch das ganze Dorf laufen müssen, um hier noch Sachen zu finden. Moment, ich brauche mal wieder die Karte. Achso, jetzt sind wir wieder hier. Genau, eigentlich müsste ich jetzt den Weg hier unten lang. Haben wir noch einen Dietrich im Inventar? Ich glaube nicht. Nein. Ich höre doch schon wieder Raben. Okay. Das Tor war definitiv nicht auf, als wir das letzte Mal hier waren. Und die Tür war auch noch verschlossen. Gehen wir hier mal rein. Was unterm Kamin, unterm Herd meine ich. Ein Teddy? Okay, hier finden wir nichts mehr. Und den Teil des Dorfes kennen wir noch nicht. Oder doch? Nein, definitiv nicht. Habe ich gerade schon wieder irgendwo so eine Ziege gehört? Oder habe ich mir das gerade eingebildet? Ich weiß es nicht. Hier liegt noch eine Notiz. Ich habe aus dem Haus mit dem Schornstein einen Schrei gehört. Ich wollte nachsehen, aber der Weg ist verschüttet, also muss ich wohl den langen Weg außenrum nehmen. Wer hätte gedacht, dass das Loch in der Rückwand des Stalls mal nützlich wäre? Wenn ich bis zum Morgen nicht zurück bin, gehe ich schon mal allein zu Luisa, Vater. Ah, jetzt haben wir leider keine Dietriche mehr. Hier wird gewebt. Okay. Was war das? Wir finden schon wieder irgendwas, ein geschnitztes Tier. Gerade irgendeinen Schuss gehört oder nicht?
hier kommen wir wohl zum Haus mit dem roten Schornstein. Uah! Erschreck mich doch nicht so. Oh, die sieht man so schlecht, ne? Den habe ich zuerst gar nicht bemerkt. Und du anscheinend auch nicht. So Leute, bevor ich hier weitergehe, wo wir ja anscheinend lang müssen, werde ich mich hier aber auch gerne nochmal umschauen, wo wir hier hinkommen. Ach so, okay. Bin ich jetzt im Kreis gegangen, oder was? Ja, da ins Haus. Ah, okay. Das war einfach nur der Seiteneingang. Gut. Nicht, dass man sich hier verläuft. So wie ich es gerade tue. Na, doch weiter hier lang. Aber hier war ich doch schon drin. Sicher bewegen. Muss das aus dem Weg geräumt werden? Hier waren wir doch auch schon, oder? Ich glaube ja, ganz am Anfang. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. YM08 und 07. Was sollen die Zahlen denn jetzt? Was haben wir hier? Hä? Sieh aus dem Fenster. Hey! Hat der Spaßvogel uns hier den Zettel hingelegt oder was? Moment mal. 07, 04, 08. Was soll das bedeuten? Aha. 07, 04, 08. Hat funktioniert.
Wir finden eine neue Waffe. Die M1911. Oh Gott, haben wir dafür überhaupt noch Platz? Ja, das ist das Problem, weil wir jetzt hier so viel Kram aufgehoben haben. 6 Felder brauchen wir. Das kriege ich aber bestimmt irgendwie hin. Kriege ich auch hin. Inventar schließen. Nein. Erstmal annehmen. Und da liegt noch mehr. Eine Wagenheberkurbel. Wo wir die verwenden können, weiß ich auch schon. Aber ich will mir mal diese Waffe anschauen, untersuchen. Die hat eine Feuerkraft von 160. Ich glaube, unsere hat aufgewertet jetzt 170, wenn ich mich nicht täusche. Nein, 150. Okay, da gibt man so viel Geld aus hier für die Waffe. Und jetzt sind wir eine bessere. Das finde ich frech. Aber wenn die mehr Schaden macht, dann legen wir die natürlich auf die 2. Jawohl. Haben hier aber nur 7 Schuss. Aber wie ich den Duke kenne, können wir auch die noch ein wenig aufwerten. Oh, guck, wie schlecht man die sieht. Dran, jawohl. So. Dann hauen wir hier mal die Wagenhebelkurbel dran. Oh. Okay, wir kommen aber wieder durch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo sind wir denn jetzt? In dem Teil. Hier sind wir überall noch nicht gewesen. Doch, ich glaube, das hier war der Anfang, wo wir im Dunkeln lang gegangen sind. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war das erste Gebäude, wo wir lang gekommen sind. Aber hier steht... Ich glaube, hier hatten wir noch keine Waffe. Ne? Das Messer und alles haben wir erst später gefunden. Ich werde hier nochmal ins Haus gehen. Nochmal gucken, ob hier auch was Neues ist. Was haben wir da nebenan?
Ja, das haben wir gerne. Und Wild. Wir haben doch schon Wild gefunden, oder nicht? Erlesenes Wild. Boah, Leute. Leute, ich hau mir hier das Inventar mit Fleisch voll. Mit Munition zu Waffen, die wir nicht haben. Ich kann schon wieder nichts mitnehmen, wenn jetzt was ist. So, wir haben aber auch den Dietrich immer noch nicht. Aber hier ist noch was drin. Ach. Ich sehe schon kommen. Bald werden wir keine Munition mehr aufheben können. Die auch jetzt wieder da sind, gefällt mir überhaupt nicht. Leute, Leute, Leute. Ich sollte vielleicht nicht meine Scharfschützen-Munition hier verballern. Rohrbombe. Hatte der Duke nicht wieder einen größeren Koffer im Angebot? Was bist du für einer? Das glaube ich gar nicht wissen. Hausbesitzer vermisst. Da hinten ist auch der rote Schornstein. Oder? Meinen die ein anderes Haus? Ich gucke mich jetzt erstmal hier in der Ecke noch um. Zumal wir hier wieder den schmiedeeisernen Schlüssel verwenden können.
Brunnenkurbel. Leute. Jetzt können wir auch die ganzen Brunnen mal abklappern. Was ist hier gerade los hier im Dorf? Nochmal Hühner. Hier ist der rote Schornstein. Dann werde ich noch mal kurz zurückgehen. Was habe ich denn eben für den roten Schornstein gehalten? Das hier. Dann gehen wir hier noch mal rein. Schön, noch ein Dietrich, der wird auch noch mal kurz aufgeschrieben. Ich höre schon wieder eine Ziege, Leute. Dieser hinterlistige Sack. Finden wir hier alles? Was ist hier gerade los? Ah, da haben wir auch die Ziege. Ein rotes Fahrrad. Ein Geigenschlüssel und wir finden noch eine Notiz. Sehr geehrter Besucher, aufgrund der langen Abwesenheit des Geigenbauers habe ich seinen Schlüssel in Verwahrung genommen. Wer ihn braucht, möge sich bitte bei mir melden. Grüße Josef Simon, Gärtner des Hauses Beneviento. Okay, das heißt, hier kommen wir noch nicht rein. Wir haben aber jetzt noch einen Dietrich gefunden. Da würde ich ja gerne hin. So, und wie gesagt, die Brunnen. Die Brunnen sind ja auch eingetragen. Und da haben wir nochmal Geflügel. Ja, da wollte ich ja jetzt eh hin. Da ist ja auch das Haus mit dem roten Schornstein. Also hier durch war das. Und dann genau hier übers Dach. Ich hoffe, wir können das noch aufheben. Ich weiß nicht, wie stark wir das stapeln können. Hey! Ach, da war noch eins. Da! Versteck dich nicht! Ein Toilettenhäuschen. Großer Kristall. Wieder ein edel gefliestes Klöchen. Moment, das sah das aus, wo wir hochgeklettert sind? Oder wo? Oder was? Oder wie? Jetzt habe ich ein bisschen die Orientierung verloren.
Moment. Ah, okay, wir haben gerade in dem Haus waren wir tatsächlich noch nicht. Aber wir haben hier gerade eine Abkürzung freigeschaltet, glaube ich. Ich will auch noch in das Haus rechts. Naja, sonst gehen wir erstmal in das Haus und öffnen mit dem Dietrich da noch die Schublade. Das haben wir jetzt auch leergeräumt. Gut, also wieder. Aber da müssen wir doch auch irgendwie reinkommen in das Haus. Moment, wie viele haben wir denn hier? Ich will auch noch mal durchschlagen. Ich hatte gehofft, dass ich dadurch vielleicht noch mal Platz kriege. In dieses Haus würde ich gerne rein. Oder ist das das? Ach, ich Vollidiot. Das ist ja das mit dem Geigenschlüssel. Da kommen wir also noch gar nicht rein. So. So, die Hühner haben wir erledigt. Von der anderen Seite verschlossen, großartig. Ah. Okay. Gut, und ich meine, hier war doch irgendwo noch eine Leiter, oder? Ja. Oder vielleicht. Kommen wir vielleicht von oben rein? Ach so. Kein roter, sondern ein gelber Leitfaden. So nicht. Hey! Der geflügelte Schlüssel ist lediglich ein Teil eines Ganzen. Drei weitere Teile vervollständigen ihn. Ach, wir hatten ja vorhin das Tor mit den sechs Flügeln. Und wir haben bisher ja nur zwei. Das heißt, wir müssen jetzt weiter. Da. Ah. Der geflügelte, ja, ach hier, untersuchen.
Jetzt haben wir einen viergeflügelten Schlüssel. Ich sollte zurück zum Duke. Ja, hier lesen wir aber erstmal noch, was hier steht. Das haben wir ja noch nicht gesehen. 1. Februar habe Mutter Miranda 2 Ziegen geopfert. 3. Februar habe Mutter Miranda Wolle gebracht. Sie hat mir aufgetragen, in den nächsten Tagen Medizin und Werkzeug für sie zu beschaffen. Ich frage mich bloß, wozu? 8. Februar, keine Nachricht von Mutter Miranda. Das Vieh ist völlig außer Kontrolle. 9. Februar, mir wurde aufgetragen, das Verlangte bei Sonnenaufgang in die monolithische Kirche zu bringen. Was ich dort sah, war schauderhaft. Die ehrenwerten 4 Grafen und Gräfinnen waren da und Mutter Miranda hatte ein Kind auf dem Arm. Sie flüsterte etwas und berührte das Kind. Es fällt mir schwer, es in Worte zu fassen, aber das Kind wurde zu einem weißen Kristall. Dann hat sie... Ich konnte mich nicht beherrschen und fragte sie, warum sie das macht. Aber Mutter Miranda lächelte nur und sagte, das ist das auserwählte Kind. Was auch geschehen mag, es wird seine ursprüngliche Form zurückerlangen. Dann gab sie jedem der 4 einen Teil des Kristalls in einer Art Fläschchen und sie verschwanden. Ich vergaß völlig, mich vor Mutter zu verbeugen, bevor ich weglief. Ich zittere noch immer. Was hat sie getan? Wer ist dieses Kind? Diese Kristallformen, die die Gegner auch hinterlassen, wenn wir sie töten. Das mit Rose gemacht. So, hier haben wir jetzt auch alles. Wie kommen wir denn da unten hin? Hier vom Altar aus, oder? Da oben haben wir auch nochmal einen Dietrich. Aber ich glaube, wir haben keine Dietriche mehr. Nein, haben wir nicht. Naja, den Duke aufsuchen, das ist jetzt auch nötig bei unserem vollgepackten Inventar. Ich will doch schon wieder Raben. Na und? Etwas herausgefunden? Hab das gefunden. Nun sagen Sie mir, wie ich das in Ordnung bringe. Ganz ruhig. Erst musst du mit diesem Schlüssel die anderen Flakons mit Rose finden. Wo sind die anderen? Es gibt 4 insgesamt. Einen hast du, die restlichen haben die Grafen. Grafen? Mutter Miranda ist die kalte, egoistische Herrscherin dieses Dorfes. Ihr dienen die 4 Grafen. Eine von ihnen kennst du bereits, Lady Dimitrescu. Die zweite lebt tief im Nebel des Tals, die Puppenmacherin Donna Beneviento. Keiner ihrer Spielgefährten hat das modrige alte Anwesen je verlassen. Der dritte ist Moreau, ein sonderbarer Zeitgenosse, der im Stausee bei den Windmühlen wohnt. Allerdings soll nicht nur er in dem See sein Unwesen treiben. Der vierte und gefährlichste ist Heisenberg. Er arbeitet in der Fabrik, außerhalb des Dorfs. Was er da macht? Sagen wir, manche menschliche Fantasien sollten Fantasien bleiben. Aha. Haben wir die jetzt eingetragen, wo wir die finden? Und Schätze, oder was? Donna und da unten Moreau. Moreaus versteckte Waffe, Donners Kleinod. Aber was ist das hier? Schatzhaus beim Fluss, Kannibalenbeute,
Schatz unter der Festung, Luisas Erbstück haben wir ja schon geholt, Maestros Sammlerstück, Waffe in der Wassermühle, da unten haben wir auch noch, achso, das war, aber Heisenberg fehlt, oder? Hier haben wir den Mitrescu, hier haben wir Donna Beneviente, oder wie ist sie jetzt, und Moreau, aber Heisenberg sehen wir nicht. Ist bestimmt gerade in der Wüste unterwegs mit Jesse Pinkman. Wenn du deine Tochter wirklich retten willst, musst du alle vier Flakons finden. Ich habe die Aufenthaltsorte der Grafen auf deiner Karte für dich markiert. Mhm. Im Dorf gibt es einiges an Schätzen zu holen. Ich bin sicher, sie werden dir von großem Nutzen sein. Warum helfen sie mir? Das ist alles Teil meines vorzüglichen Kundenservice. Lass dich bald mal wieder blicken. So, apropos Kundenservice. Wir haben ja einiges gefunden. Das möchte ich auch verkaufen und Willkommen. Ich brauche definitiv... Oh, ich weiß da was. Finde ein paar gute Zutaten und bring sie zu mir. Dukes Feinkost. Geschossen, gekocht, genießen. Ah, Moment mal. Sammeln Sie die für ein Rezept erforderlichen Zutaten? Mhm. So, Kräuterfisch. Panierter Fisch mit Kräutern, saftig und so locker, dass er auf der Zunge zergeht. Ihre Gesundheit wird es Ihnen danken. Belohnung, die maximale Gesundheit steigt geringfügig. Kräuterfisch ist Fisch und Geflügel. Also statt Kräuter nehmen wir einfach Geflügel. Wir haben davon sogar genug. Das werde ich mal ausprobieren. Dann hauen wir da mal drei Fische rein. Und zweimal Geflügel. Danke, dann will ich mal. Ja. Kommt sofort. Fertig. Komm, du hast dir auch was verdient. Die maximale Gesundheit wurde geringfügig erhöht. Sehr, sehr geil. Das würde ich auch ein weiteres Mal essen. Aber es ist schon komplett. Was haben wir denn hier noch? Das könnten wir auch machen. Pilaf mit Geflügel und Wild, der beim Blocken erlittene Schaden sinkt. Ein herzhaftes Gericht mit in Brühe gekochtem Reis, Geflügel und Wild stärkt den Körper von innen heraus. So, hier fehlt uns Fisch. Den haben wir gerade komplett hierfür verwendet, ne? Hier fehlt uns saftiges Geflügel. Das erlesene Wild haben wir. Und feinster Fisch. Okay, dann würde ich sagen, essen wir auch noch mal ein Pilaf mit Geflügel und Wild. Mmh. Wir haben alle Zutaten beisammen. Gut. Jetzt ergibt das auch Sinn, warum die Tiere auf der Karte aufgeführt sind. Bitte bedien dich. Das würde ich auch ein weiteres Mal essen. So, dreierlei Mititai. Leckere Fleischröllchen aus Geflügel, Fisch und Wild. Etwas opulent, aber nahrhaft und in der Region sehr beliebt. Ein Bissen und man fühlt sich dauerhaft gestärkt. Die maximale Gesundheit steigt. Können wir ihm auch die Zutaten schon geben oder sind die dann verschenkt? Weil so liegen die am Inventar rum und... Nur nicht nachlassen. Ja, die bleiben drin. Dann packe ich hier noch das erlesene Wild, das wir haben, rein. Und jetzt schleppen wir wenigstens nicht mehr das Fleisch mit uns rum. Das ist schon mal eine Erleichterung. Ich habe gerade aufgestockt. Ja, ich auch. Ja, wir haben ja auch die Munition für Waffen. Vielleicht hat der jetzt neue Waffen. So, erstmal
So, ich muss nur aufpassen, dass wir hier unten nicht mehr Sachen haben, die wir kombinieren müssen. Weil ich glaube, ein paar Sachen gefunden zu haben. Wir hatten zum Beispiel vorhin nur den Körper von einem Tier oder was war das? Gucken wir einfach mal. Das können wir ihm geben. Den großen Kristall können wir ihm geben. Können wir ihm auch geben. Der Schädel. Perfekt kristalliner Schädel. Ach, von diesem gepanzerten Wolfsvieh, ne? Kristalline Flügel. Ja, hier, kombinierbar. Das verkaufen wir natürlich nicht einzeln. Ein leicht verschmutzter Teddybär. Der Duke wird ihn schon kaufen. Ja, wenn er das, wenn das hier steht, machen wir das auch so. Okay, verkaufen wir erstmal den ganzen Kram. So, dann brauche ich auf jeden Fall einen größeren Koffer. Da kommen wir nicht drum rum. Den will ich jetzt haben. Ah, das war dir aufgefallen? Ja, natürlich. So, und jetzt ist die Frage, 15.000, das wären 35.000, dann könnten wir uns sonst nichts mehr leisten. Aber wir hätten halt das Spezialzubehör für das Scharfschützengewehr. Ja, ich kaufe das einfach mal. Aha. Freust du dich drauf, es auszutesten? Ja, frag mal. So, okay. Ach, wir hätten... Ich, Vollidiot. Wir haben ja eine neue Handfeuerwaffe. Die hätten wir eigentlich auch gut aufbessern können hier. Von dem Geld. Naja, jetzt ist zu spät. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Hättest du vorher erwähnen sollen. Bis nächstes Mal. Jawohl. Oh, Leute. Das ist doch schon mal ein, ja, was soll ich sagen? Ein Koffer, wo auch ordentlich was reinpasst. Hier werde ich auf jeden Fall jetzt nochmal ein bisschen sortieren. Nicht, dass wir wieder solche Probleme haben wie vorher. So, oben kommen auf jeden Fall die Waffen hin, die wir ausgerüstet haben. Dann sammle ich hier Munition. So, das packe ich mal nach ganz rechts. Gott, wie viel haben wir für die... Wie viel haben wir für die Pistole? Das ist ja heftig. Ich habe gar nicht drauf geachtet. So. Tatsächlich. Schaut euch das an. 182 Schuss. 182 Schuss. Ah, hier müssen wohl die Flakons rein. Können wir ja mal einsetzen. Mal gucken, was passiert. Was zum... Was war das? Okay, okay. Ich glaube aber, so von der Beschreibung, die wir vorhin hatten, Waffe in der Wassermühle. Moment, links, Ostteil. Da kommen wir tatsächlich schon hin. In den Ostteil der Stadt. Dann können wir hier noch gucken, und ob wir da die Sachen kriegen. Und hier gibt es ja auch noch einen Weg weiter. Ich glaube, der führt zu Moreau, ne? Ja, genau. Mit Moreau würde ich ehrlich gesagt nicht weitermachen wollen. Sondern erstmal hier zu... Wo ist sie denn jetzt? Hier zu Donna würde ich lieber gehen. Da hat mir die Beschreibung besser gefallen. Na gut, ja, aber wir sind schon wieder bei über einer Stunde. Das heißt, wenn wir uns dann aufmachen, sowieso erst im nächsten Video,
Dann werde ich hier an dieser Stelle speichern und wir sehen uns dann morgen zur gewohnten Zeit. 17 Uhr kommt die neue Episode ja hier immer. Dann hier hoffentlich wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute, euer Rönne.